Wenn du das gesehen hättest, meine Rose. Die Finsterlinge hatten die Dorfuhr verschlungen und sich in ein Zeitmonster verwandelt. In einen Drakonus. Das war wirklich furchtbar. Jetzt komme ich! Attacke! Voll Karacho! Attacke! Voll Karacho! Attacke! Voll Karacho! Attacke! Karakiko ist in einer Zeitblase gefangen. Halt den Drakonus auf! Bitte? Hm? Ah, dann los! Das schmeckt ja ekelhaft. Na dann los! Na dann los! Na dann los! Mal sehen. Wir brauchen etwas, das so stark ist wie ein Nashorn, so groß wie ein Elefant und vor allem so stabil wie ein Felsen. Perfekt! Ein Felsifantoceros! Ich fühle mich einfach hundeelend. Nein! Du kannst gehen. Das wird zu gefährlich hier. Ich danke dir für deine Hilfe. Ich denke mir lieber was anderes aus. Meinst du, dass dafür noch Zeit ist? Zeit, das ist es. Genau, wir brauchen Zeit. Gut, bereit für eine kleine Zeitreise, Fuchs? Eine Zeitreise? Warum? Verraten, was wir hier eigentlich machen? Diese Uhr kontrolliert die Zeit in den Dörfern. Wenn wir die Zeiger rückwärts drehen, reisen wir in der Zeit zurück. Bis zu dem Moment, wo wir verhindern können, dass die Finsterlinge sich in den Drakonus verwandeln. Und was macht das mit uns? Ich bin ja nicht so ein großer Freund von Zeitreisen. Wir sind nicht von diesem Planeten. Das wird uns nichts ausmachen. Oh.